Oh mein Gott, ich habe meinen Auftritt verschlafen. Hallo Leute, hier ist Riyadh aus Sendung. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Shiny Gold, ihr Freunde des gepflegten Videospiels. So, in der heutigen Episode wollten wir uns den Zinnturm vornehmen, in dem Ho-Oh schlummert. Jetzt haben wir ja die Feder und den Orden und dürfen hier einfach mal unbehelligt durchmarschieren, wann wir es können. Du. Ich weiß gar nicht, ob da hier so viel geändert wurde. Ich hoffe mal, ich finde mich heute in dem Scheißding zurecht. Damit hatte ich ja früher mal schon so meine kleinen Problemchen. Aber jetzt, da wir die Buntschwinge haben, sollten wir den Turm ohne Probleme besteigen können. Und zwar von vorne, nicht von hinten. Also speichern wir nochmal hier für den Fall, dass wir uns verlaufen und stürzen uns ins Abenteuer. Ja. Is that a Rainbow Wing? You may pass. Ja, momentan eine Teleportation. Cool. Tin Tower. Gut, wir müssen jetzt einmal nur den Zinnturm erklimmen und Ho-Oh auf der Spitze finden und dann wollte ich jetzt gerne fangen. Okay, jetzt fängt die Fackrate an. Okay, holen wir jetzt erstmal das Item. Leck mich. Leck mich. Danke. So. Mega Jump of Doom. Und nimmst das Full Heal mit. Können wir brauchen? Oh Mann, leck mich. Will nicht kämpfen. Verpiss dich. Push dich. Push, 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 push. Weg. So. Lup. Lup, 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 lup. Sollte anmerken, ich habe keine Ahnung von diesem Turm, wie der hier aufgebaut ist. Okay, Ariados. Das ist stylisch. Glaube ich, werde es besiegen. Das bringt mich sicher ordentlich EP ein. Jawohl, 440. Rare Candy, das finde ich nice. Dass mir einfach so ein Sonderbonbon vor die Nase schmeißt, da freue ich mich doch. So, ich werde mir eine Safe State setzen und ein bisschen schummeln, denn ich weiß nicht, wo es weitergeht. Bin ich hier richtig? Nee. Ey! Hier so, links. Dann hier. Ultra Ball, cool. Hier. Okay, Safe State auf 3. Jetzt wird's kompliziert. Da lang? The fuck, was ist das für ein Raum? Kusch dich. Okay, hier runter. Hier runter. Und dann. The fuck, wo bin ich? Nee, da geht's wieder nach draußen, da bin ich falsch. Okay, gehen wir mal da runter. Da vielleicht? Junge, Junge, Junge. Ich weiß zwar nicht, wie er diesen Turm umgemodelt hat, aber er sieht, glaube ich, nicht so aus wie das Original. Okay. Da rein vielleicht? Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Ich glaube aber, ich bin fast da. Es sieht jedenfalls sehr nach Turmspitze aus. Sehr verdächtig sogar nach Turmspitze. Verkuscht euch, ich hab's eilig, ich will rauf auf den Turm. Mann. Oh, leck mich! Kusch dich, du Scheißvieh! Kannst mich... Nee, ich sage am besten gar nichts. Ich bin direkt vor der Turmspitze und du willst mich langweilen? So viel zum Thema. Ich bin direkt vor der Turmspitze. Okay, setz mal Safe State auf 1. Aber es sieht jedenfalls so aus, als wäre ich fast da. Teleportationsfließen? Das erinnert mich doch sehr an die Spitze. Okay, hier rein. Dann wo hier rein? Und, okay, ich wurde angeschrieben von jemandem, den ich kenne. Und, ja, geil, falsch abgebogen. Aha, darunter. Okay, da drin ist Max Revive. Das ist super. Okay, war das gerade eben ein Bug? Nee, ich wäre auf der Teleportationsfliese gerade eben angegriffen worden, aber ich habe mich wegteleportiert, weil ich einfach episch bin. Ja? Könnt ihr mal sehen. Okay, wo geht's weiter? Ich mache ja kurz mal wieder ein Save auf 1, denn ich will was ausprobieren. Wo komme ich hier raus? Bin ich jetzt richtig? Alter, ich schwöre, dieser Turm ist sowas von... Nee, danke, ich verzichte, danke. Leck mich! Auch wenn du ein Apollo bist, du kannst mich kreuzweise, du langweilst. Da ist eine Treppe. Das war, glaube ich, die erste Teleportationsfliese, oder? Und hier? Okay, hüpfen wir da und da und da und da. Okay, das sind wieder zwei Teleport-Dinger. Nehmen wir mal den oberen. Ey, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg war vollkommen verkehrt. Leck mich! What the fuck muss ich gehen? Ah, bin ich auch wieder hier.
Okay, bleiben wir mal da. Und gehen einfach mal oben lang. Einfach, weil wir es können. Und benutzen mal den Teleporter da oben. Weck mich, geh weg, Radfratz, ich hab's eilig. So, dann guck ich mal, wer mich da eigentlich gerade in gelb angeschrieben hat. Ich hab's nämlich leider nur Flüchte gesehen. Kann auch sein, dass ich mich irre und es ist keine Person, weil ich mag. Okay. Gut, Save State hier. Auf 1 und kurzer... So, jetzt wollen wir noch sehen, ob meine Vermutung stimmt und ich am Ende bin. Bin ich? Gott sei Dank, ich hab's nach oben geschafft und... Hä? Hui! Hallo, Ho-Oh! Na dann, Level 45. Das steht mir gut zu Gesicht, wenn ich es fangen kann. Ice Punch! Ups, One Hit. Weniger nett. Okay, das könnte ein spannendes Match werden gegen dieses Pokémon. Außerdem will ich es gerne fangen. Von daher probiere ich es mit Ice Beam mal einzufrieren. Alter, leck mich. Okay, es hat kaum noch Leben. Jetzt muss ich es paralysieren. Ich werde es natürlich auf epische Weise versuchen zu bekämpfen. Also schmeiße ich jetzt weiter in den Kampf. Ja, ihr sollt natürlich sehen, dass ich mir Mühe gebe. Kacke. Jetzt muss ich auch noch Pokémon opfern, damit ich wechseln darf und angreifen kann. So, Aqua ist down. Gut, jetzt sind wir Ampharos raus. Ich meine natürlich Mew. Und jetzt können wir Thunder Wave benutzen. Und es paralysieren. Okay, jetzt werde ich, denke ich, mal eine Safe State hier setzen. Auf 1. Jetzt werde ich mit Wellen schmeißen. Ich habe das schlechte Gefühl, dass es nicht klappen wird einfach. Darum werde ich jetzt einfach mal immer wieder welche werfen. Aber ich werde die Runden wiederholen. Okay, das könnte unter Umständen lange dauern. Oh ja, das kann auch sehr lange dauern. Das kann auch sehr lange dauern. Oh je, das wird nichts. Also werde ich wahrscheinlich mit meinem tollen Fangtrick das machen müssen. Und nochmal von vorne. Okay, das könnte sehr lange dauern. Sehr lange. Aber es funktioniert. Okay, also Leute, ich werde hier mal eben diesen Schnitt machen und dann werden wir das immer und immer wieder wiederholen. Oder mal gucken, vielleicht geht es sogar relativ schnell. Ich weiß es bei dem Viech nämlich nie. Nochmal. Nochmal. Wird schon klappen. Irgendwann. Na komm. Wenn ich das so hab, dann brauche ich kein, brauche ich mein anderes Pokémon nicht mehr, weil Ho-Oh ist eh voll über. Na komm schon. Lass dich fangen. Lass dich fangen. Lass dich fangen. Lass dich fangen. Komm, lass dich fangen. Du. Sei ein braves Ho-Oh und bleib in diesem verdammten Superball. Hyperball, Ultraball, Megaball, fick mich im Arschball. Komm her. Meine Fresse, ich habe keine Zeit. Oh, Schnitt. 22 Versuche später haben wir es endlich geschafft. Wir haben Ho-Oh gefangen. A legend chase that its body glows in 7 colors. A rainbow is said to form behind it when it flies. So, und wir nennen es natürlich um. So wie ich es in meiner Hard Gold Edition genannt habe. Warum auch immer, ich nenne es Sora. Sora. Hat keine wirkliche Bedeutung, aber ich mag den Namen. So. Das wäre erledigt. Wir haben ein neues Pokémon. So. Können wir von hier oben bitte runterfliegen? Oh, hier so. Fliegen. Okay, ich bin hier irgendwo mitten im Nirgendwo. Bin ich dafür? Okay, ich fliege mir nach Olivia City, Hauptsache von dem Turm runter. Und dann kann ich die Pokémon noch austauschen. Nehme ich erstmal White das Item ab. So, dann tauschen wir Sora, der heilige Zauberasche trägt, mit White, der in der Box versauern darf. Tschüss, White. So, Sora, und nehmen wir das Item ab und geben stattdessen dem Quicklaw. So, was kannst du denn für schöne Attacken? Safeguard, Gust, Recover, Fire Blast. Okay, dann hauen wir die eine Attacke raus und lernen ihn fliegen. Denn fliegen können wir sicher brauchen. Nein, ich wollte die... Ich will mein Fahrrad wieder. Wo ist mein Fahrrad? Da, Fahrrad. So, Team Chase open. Fly. So, dann hauen wir Safeguard raus. Und er lernt fliegen. Irgendeine gute Attacke, die ich ihm beibringen könnte. Nee, kann ich nicht. Okay, gut. Jetzt haben wir ein Ho-Oh. Damit haben wir eine super Teamverstärkung. Denn das Viech ist erstens das Stärkste jetzt, was ich bei mir habe. Und zweitens bamst das rein wie die Hölle.
Ups, falsche Tür. Entschuldigung. Gut, wir wollen nach... Ja, wo wollen wir denn? Wir wollen nach Margonia City. Kann ich, glaube ich, nicht hinfliegen, also werde ich brav zu Fuß gehen müssen, wenn ich um die Kurven mal komme. Ach, ich hasse diese langen Fußwege. Die sind mir so zuwider. Wozu habe ich ein Fahrrad, wenn ich es so oder so nie benutze? Bin ich dämlich? Los, aufs Fahrrad mit dir, Mädchen. Neo. Toll, hier darf ich nicht Fahrrad fahren. Verarsche. So, okay, da lang. Und dann weiter. Und dann wieder hier durch. Und dann werden wir angegriffen. Oh my fucking god, damn shit. Okay, den Rest können wir einfach so laufen. Das ist jetzt kein großer Act mehr. Haben wir uns eigentlich schon geheilt? Ich glaube nicht. Doch, haben wir. Wann? Okay. Ah. Meine Fresse, gib mir das Nick, Junge. Eh keine Chance, Surfer. So, weg ist er. Wenn ich hören will, muss fühlen. Hey, du hast was im Gesicht. Was denn? Schmerz. Hey, da ist Carlos. Hallo, Carlos. Hallo. Der setzt einen Tauboga ein, dem ich mit Eispunch ein bisschen die Federn friere. Und dann setzt er noch eins ein, dann wiederholt er die ganze Scheiße und dann bist du auch tot. Super, ich würde mich nicht gerne mit Carlos anlegen. Erinnert mich sehr an diesen einen Film, wo die... Ach, wie heißt der? Hangover. Hahaha, finally I'm ahead of you again. While you are playing to be hero, I defeated Margoni's Gym. Now I'll beat the next Gym to win my last badge. I don't need you around, so this is the end of the road for you. Und wie erwartet fordert uns Carlos erneut zu einem Match heraus. Mit einem Tauboss. Wow. Nicht übel, Digga. Nicht übel. Angeberei, fick dich. Wobei, dann könnte ich eigentlich mit Stärke jetzt Überdamage austeilen, wenn ich treffe. Jupp, kann ich. Und an den Machoke, da tausche ich lieber aus auf... Ja, nimm mir Blaze. Blaze macht das schon. Blaze macht einfach Wing Attack. Und dann ist es so gut wie tot. Muhahaha. Aschoch! Stirb! Und jetzt stirbst du erst recht. Stirb! Du darfst nicht leben! Stirb! Du bist tot. Hahaha. Blastoise, er hat einen Tour-Talk jetzt mittlerweile. Gut, dann nehmen wir Runa raus, denn Runa ist jetzt voll über und macht dich jetzt voll fertig. Also machen wir einfach mal Poison Powder, damit er ein bisschen Schaden nimmt. Und dann machen wir Razor Leaf und failen erstmal gehörig. Ach, wie süß, 20 Schaden. So wird's gemacht. Oh, fuck, da kein Ice Beam. Fuck, 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 das war schmerzhaft. Synthese. Okay, wieder geheilt. Oh Mann. Es ist eigentlich so leicht zu besiegen, aber ich erwische es halt nicht. Jetzt hat. Noch ein Hit und dann bist du down, Baby. Und tschüss. Das war's. Der ist erledigt. Hä? Der hat einen Chanera? Willst du mich verarschen? Wo hat der einen Chanera hier? Doch, er hat einen Chanera und er hat noch ein anderes Pokémon bei sich. Aber Chanera hat eine schwache physische Verteidigung, von daher ist das ein Kinderspiel. Und ein Snorlax. Da werden wir wieder Runa benutzen, denn Runa kann vergiften und das wird mir bei dem Kampf hier wirklich helfen. Was? Wie? Er verhindert eine Vergiftung? Deck. Okay, Blaze, mach du das. Alter, der scheiß Genattacke geht mir auf den Sack. Flamethrower. Er kam zu Chukinese und ich penne. Scheiße. Los, wach auf! Blaze, wach auf! Okay, immerhin schlafen wir beide. Und er hat es wieder von Schlaf geweckt, ich glaub's halt. Ah, ich bin wach. Episches Match und es brennt. Und es zieht mir ziemlich viel Leben und dann brennt es immer noch. Egal, schaffen wir. Und das war's, endlich, jetzt haben wir. Geht doch. Drei Viertel 99% tot, aber. No, not again! Oh, why do you keep beating me? I hate you, I despise you. Now I need to go to the Pokemon Center to heal my Pokemon, but I still know I reached the Pokemon League before you. It's only a matter of time. Haha, you failed. Gut. Wir sind im Eispfad, der seltsamerweise jetzt echt merkwürdig aussieht. The fuck? Alter, sag mal, wie hat er das Zeug denn hier gemoddet? Habe ich irgendwie mal so ein Schutzding? Weil mich nerven die Pokémon hier.
doch bestimmt irgendwas, was mich vor Pokémon schützt oder so. Nö, habe ich nicht. War klar. Oh, Mann, ich will doch nur hier durch. Kann ich das schon hochschieben? Eins rechts und hoch. Ja, kann ich. Okay, dann muss ich es erstmal jetzt nach rechts schieben. Dann hoch, hoch, hoch. Links, links, links. Eins runter. Von einem wilden Pokémon angreifen lassen. Und schubs, schubs, schubs. Okay, den sind wir los. Ein Quickel. Quickel kann mich mal. So, wie müssen wir die Dinge hier verschieben? Ich glaube, die müssen wir von der anderen Seite aus verschieben. Ich mache hier mal eine Speicherung und schaue mir das mal an. Nicht, dass ich da wieder irgendwas falsch mache. Das wäre peinlich. Okay, den müssen wir runterschieben. Das sehe ich. Den zur Seite. Und den einfach nach unten. Gut, damit wird die Sache auch gegessen. Aber da komme ich jetzt nicht mehr runter. Oder? Komme ich von der anderen Seite vielleicht durch? Erleck mich halt mal. Erleckst du mir, Morsch? Ne, da komme ich nicht durch. Fork. Okay. Gut, dann schauen wir uns mal da unten um, wenn mich nicht die ganze Zeit irgendwelche dämlichen Pokémon angreifen, würde mich langweilen. Huiuiui. Okay, da komme ich nicht durch. Schauen wir uns mal da unten um. Ah, okay, ich verstehe. Das ist das alte Rätsel. Wo ich hier irgendwie in die mittlere Plattform reingleiten muss. Aber ich glaube, das kann ich jetzt noch gar nicht. Nee. Es sei denn, ich lasse mich in ein anderes Loch fallen. Vielleicht klappt es ja dann. Hier ist ein Loch, aber wie komme ich da hin? Ach, jetzt kann ich da vorbei. Aha, gut. Das hilft mir schon mal enorm weiter. So, wofür sind die Dinger hier gut? Okay, also wenn ich den da in das Loch reinschiebe, bin ich doof. Das darf ich nicht. Den muss ich da raufschieben. Ich bin nicht relativ sicher, dass ich... Oh, ein Bothogel. Okay, das versuche ich mal zu fangen. Bothogel findet man. Okay, tot. Scheiße. Gut, dann eben nicht. Okay, das Rätsel ist aber gar nicht so schwer, wie ich gerade sehe. Er wird nur nicht den Fehler machen und den Felsen rechts unten dadurch das rechte Loch schieben. Das ist falsch, wie ich das sehe. Den schieben wir jetzt dadurch. Lassen uns von einem Golbat angreifen. So, den dürfen wir da nicht durchschieben. Den schieben wir jetzt da ganz gepflegt mal raus. Lassen uns erneut angreifen mit einem Quiekel. Schieben den darüber. Dann dahin. Lassen uns erneut angreifen. Herrlich. Okay, dann eins, zwei, dann darauf. Und zack, 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 zack. Das sollte es gewesen sein. So, jetzt muss ich nur ins richtige Loch reinfallen. Okay, das war gefailed. Das war erst recht gefailed. Und damit haben wir es geschafft. Exzellent. Da komme ich nicht durch. Da wäre, glaube ich, ewiges Eis oder so verborgen. Aber das brauchen wir nicht. So, wo lang geht's weiter? Gab's irgendwas zu holen? Ja, da gibt's was zu holen. Ich glaube mal, ich muss meine Neugierde stillen und mir dieses Item holen. Wir wissen, was das ist. Gib mir das. Iron, okay. Hätte ich mir sparen können. Egal, gehen wir weiter. Kannst du mich mal ganz gepflegt am Arsch lecken, scheiß Golbat? Danke. So, wo sind wir nun? Ach nee, nicht schon wieder so ein scheiß Rätsel. Ich hasse diese fucking Rutschrätsel, die langweilen auf Dauer. Egal, schauen wir uns erstmal an, was hier ist. Ah, okay, hier brauchen wir Kaskade, hier kommen wir nicht durch. Ich schätze mal, da kann man später irgendwas Seltenes an Pokémon fangen oder so, aber da kommen wir jetzt noch nicht vorbei. So, das bedeutet, ich muss den Weg andersherum suchen, indem ich jetzt einfach mal geradewegs hier durchslide. Dann, da, 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 da. Dam, 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 dam. Okay, da gibt es noch ein Item zu holen, das will ich auch haben. Das könnte was Nützliches sein. Finden wir es heraus. Okay, hier gibt es irgendwie 10 Millionen Wege. PP ab, okay, das ist nützlich, das gebe ich zu. Okay, okay, okay. Bin ich hier richtig? Okay, hier liegt irgendwas. Eine blaue Flöte. Okay, hier muss man auch erstmal drauf kommen, dass einfach was in nichts liegt. Aber ich schätze mal, in dem Part werden wir es schon nochmal schaffen.
dass wir endlich in die nächste Stadt gelangen. Okay, hier ist bestimmt auch irgendwas Verstecktes. Das ist einfach so offensichtlich, dass hier was versteckt sein muss. Sonst wäre hier nicht so ein leerer Raum. Na komm, hier ist bestimmt irgendwas versteckt. Irgendwas ist hier. Ich weiß es. Oder? Es wäre etwas verarscht, wenn hier nichts ist. Ist hier irgendwas? Nee, verarsche, hier ist nichts. Toll. Egal, das ist der Ausgang. Und wir sind in Blackthorn City. Und das erste, was mir in die Augen gestochen ist, war nicht das helle Licht, sondern da oben ist eine Treppe. Das will ich mir noch gleich mal anschauen. Diese Treppe ist sehr verdächtig und ich will sie sehen. Wo ist diese Treppe? Hier war eine Treppe, ich habe sie genau gesehen. Wo kommt man da rauf? Das ist die Drachenhöhle? Ich habe eine Treppe gesehen, verdammt. Ich will da rauf, ich will wissen, was da ist. Ah! Okay, da komme ich dann hinterher lang. Gut, dann müssen wir erst die Arena machen. Aber dazu haben wir keine Zeit mehr. Also werde ich mich jetzt im Pokémon Center begeben, mich mal heilen. Und dann würde ich sagen, ja, beenden wir den Part hier. Ich weiß nicht, ich habe noch schon noch ein bisschen Lust, ein bisschen zu spielen. Von daher könnten wir rein theoretisch in die Arena stürmen und ein bisschen Krawall machen. Oh, ich weiß nicht. Könnten wir eigentlich meinetwegen machen. Ah, klar, machen wir noch mal Trainer. Meine Güte, ich bin gerade in Feierlaune, von daher. Nein, da wollte ich nicht rein. Ih, da waren Glubschaugen-Ammonitas. So, gehen wir hier rein. Ich schätze, die Arena ist so aufgebaut wie normal. Okay, das schmeißt mich einfach hier wieder runter. Gut, wir müssen schätzungsweise die Trainer einfach ein bisschen aus dem Weg räumen und dann kommen wir weiter. Ganz simpel. Und so hart scheinen die Dragonier hier gar nicht zu sein. Jedenfalls nicht für mein Meganio. So, wo sind wir nun? Okay, da muss ich wahrscheinlich entscheiden, welches von den beiden Löchern ich stopfe. Da werde ich einfach ein bisschen schummeln. Und eine Safe State setzen. Dann ist das auch kein großes Problem. Für jetzt komme ich mal wieder, jetzt wo ich mir gerade mal Lust habe, komme ich richtig ordentlich voran. Muss halt Lust haben, ansonsten hat man nicht den Willen. Und ohne Willen kommt man nicht voran. Und jetzt habe ich gerade wieder übel den Ruckler. Okay, wieder loslassen. Ich habe gerade voll den Ruckler gehabt. Okay, gut. Safe State. Und hier mal wieder speichern für den Fall, dass ich versehentlich nicht die Safe State-Taste richtig wirkt. Sonst muss ich das alles wiederholen. So, okay. Schieben und darunter. Bin ich richtig? The fuck? Hä? Hä? Wo ist der hingefallen? Okay, das ist merkwürdig. Der ist einfach mal so nirgendwo hin. Egal, besiegen wir mal diesen Stratini, das irgendwie lila ist. Oh, Paralyse. Ne, es ist kein Shiny, es sieht nur Shiny aus. Und ja, Robert ist immer noch hier. Für die, die sich fragen, mit wem ich gerade rede, fuckers! Stirb! Stirb! Body Slam of Doom! Au. 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 Ich bin gleich tot. Au. Au. Ha, ich hab gewonnen. Don't mess with Runa. Denn Runa ist Imber. So, jetzt haben wir auch mal Aqua. Und Aqua macht jetzt Imber Eisstrahl auf Doom. Und bist tot. Peng. Yeah. So. Erzähl mir nicht, dass ich Rock Smash brauche und da... Ach, du kannst mich mal, du blödes kleines... Warum brauche ich denn diese ganzen verdammten dummen Attacken? Das ist doch voll für den Arsch. Nee, wozu soll ich mir bitte schon einen Rock Smash dazu holen? Die Scheißattacke brauche ich einmal und nie wieder. Es war schön, dass er nochmal dafür sorgt, dass ich die Attacken alle brauche, aber es kotzt mich an, weil ich die Attacke Rock Smash nicht leiden kann. Das langweilt einfach. Ich glaube, ich werde die Arena öffnen. Bis zum nächsten Mal und mich noch ein bisschen umsehen. Ja, ja, deine Mutter kann es vielleicht zerbrechen, aber ich kann es nicht. Das muss ich einfach nur ins Loch schieben, das ist sehr simpel. Kann ich wahrscheinlich wieder entscheiden, welches Loch ich zumache. Ich mache das einfach mal dicht. Okay. Ich fühle mich gerade grenzwertig verarscht. Muss ich die Felsen alle runterschieben? Oder kommen die wieder? Nee. Hä? Also ein Fels muss da runter. Und da bin ich... Wo fällst du denn runter, du blödes Miststück? Du sollst da in das Loch fallen. Hallo, fällst du da mal... Oh nein, erzähl mir nicht, dass ich die... Oh, ich probiere mal was aus. Also ich mache Safe State, schneide hier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, während ich die Arena jetzt noch cleare. Bis dann.